Ja, liebe Freunde, heute möchte ich meine Erfahrungen mit dieser Lichterkette gemeinsam mit euch teilen. Ich habe neulich von diesem Hersteller schon eine gekauft und die war bunt, also RGB-fähig. Jetzt allerdings hat Frau gesagt, nein, das gefällt mir nicht, wir haben nicht Fasching, also musste eine weiße, eine warmweiße Kette her. Da kommt gleich eine im Doppelback. Ich habe es hier einfach mal ausgebreitet, sodass man die Vor- und die Rückseite der Fernbedienung zum Beispiel gut erkennen kann. Das ist die Fernbedienung, das ist eine Infrarot-Fernbedienung, die so etwa 3 bis 6 Meter reicht. Muss natürlich Sicht auf dieses kleine Kästchen sein, was man da unten sieht. Da gibt es auch einen Schalter in diesem kleinen Kästchen, der auch die Modis durchschalten kann, ähnlich wie die Fernsteuerung es tut. Hier sind die einzelnen Stellungen erklärt. Das gibt also insgesamt 8. 9 ist dann das Aus. Es müssen 3 AA-Batterien rein. Da gibt es natürlich keine dazu. Die müsst ihr euch vorher selbst besorgen. Das Kästchen ist wassergeschützt, also spritzwassergeschützt. Das kann man an dieser Dichtung erkennen. Und das war der erwähnte Ein- oder Modi-Schalter. Schauen wir uns vielleicht auch noch mal, nachdem wir hier durch die Modi gegangen sind, die Fernbedienung etwas näher an, eine kleine. Die muss man natürlich auch erst betriebsbereit machen, denn die eingelegte CR2025 ist beim Transport gesichert, damit sie sich nicht entlädt. Nachdem man die Sicherung entfernt hat, schauen wir mal kurz das CR-Element an, schiebt man den Schieber wieder rein und schon ist das Ding betriebsbereit und die beschrifteten Schalter funktionieren so, wie es auch die Beschreibung sagt. Der einzige Unterschied zu dem Tastenschalter in dem kleinen Kästchen ist, dass man hier den Timer aktivieren kann. Achtung, man kann also das Kästchen so einstellen, dass es 6 Stunden lang hintereinander brennt, nicht etwa 6 oder 18 Stunden, wie teilweise gesagt wird. Nein, die Möglichkeit besteht also einschalten 6 Stunden an und dann schaltet sich das Ding automatisch wieder aus. Zusätzlich zu dem Tastenschalter gibt es also hier neben diesem Modi-Schalter noch einen Dimm-Schalter. Allerdings ist die Wirkung des Dimms nicht so fulminant. Das ist also eher etwas sozusagen abgeschwächte Dimmung. Das machen wir jetzt gleich mal. Wenn einer dieser beiden Dimm-Schalter gedrückt ist und es blinkt, dann bedeutet das, weiter höher oder weiter runter geht es halt nicht. Also das ist jetzt nach oben gedimmt, also die größte Helligkeit. Ja, das geht nicht weiter. Also versuchen wir es mal runter. Das heißt also, wir werden es mal ein wenig in der Helligkeit reduzieren. Aber ihr seht hier schon, natürlich lässt sich schwer aufnehmen, dass die Wirkung des Dimms eher nicht so stark ist. Schön ist, dass es gelb-weiß ist und schön ist, dass man auch ein Dauerlicht hat, liebe Freunde, denn wir haben ja nicht Fasching, sondern wir haben gerade die Adventszeit und da möchten wir nicht, dass es ständig blinkt, sondern es soll also nur hell erleuchtet sein und das für 6 Stunden. Hier noch einmal ein Blick auf das eingebettete LED-Element, sind insgesamt 100 auf einer Länge von 10 Meter. Ja, hier einfach mal ein kleines Beispiel, lässt sich schwer abfilmen, da habe ich einfach das mal gespannt auf ein Rhododendron. Das sind immerhin 10 Meter und das sind 100 Elemente, die leuchten. Was hat mir gefallen? Top verarbeitet, flexible Steuerung, es ist dimmbar, die Kette. Sie ist auch regenunempfindlich und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist natürlich genial. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.